Hallo, mein Name ist Markus und ich zeige euch heute die LED-Board-Reinigung mit diesem Gerät, dem Bosch Glasvac. Dazu nehmen wir zunächst ein nasses Tuch und reinigen das LED-Board zunächst grob und nehmen so viel Flüssigkreide wie möglich vom LED-Board runter. Nun habe ich hier eine Sprühflasche mit einfachem Wasser vorbereitet und sprühe das LED-Board noch ein wenig mit ganz normalem Wasser ein. Danach schalte ich den Glasvac hinten am Einschaltknopf ein und ziehe das LED-Board von oben nach unten ab. Falls eine Stelle nicht ganz sauber wird, sprühe ich nochmal Wasser drauf und ziehe diese Stelle erneut ab. Zum Abschluss nehme ich noch ein Stück Papiertuch und wische hier die letzte Schliere runter. Wie man sieht, ist das LED-Board sehr schnell schön sauber geworden. Zur Bedienung, wenn der Flüssigkeitszeiger hier auf Maximalstand ist, dann muss man den Bosch Glasvac ausleeren. Dazu öffnet man den Stöpsel vorne und kann dann ganz einfach die Flüssigkeit im Behälter ausleeren. Auf der Griffseite befindet sich hier ein Einsteckplatz für ein Micro-USB-Kabel und damit kann man das Gerät aufladen.